Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. Ja, wir sind wieder im Schwarzsteinbruch. Wir müssen tatsächlich da oben, also Richtung Aufzug, wie es scheint. Natürlich kommt jetzt wieder Gegner. Das ist ja glücklicherweise kein allzu großes Problem hier. Löchen. Dann könnt ihr da mal weg. Ich guck mal, dass ich mich langsam wieder verziehen kann. Ah, hier ist zu. Boah, ist das praktisch. Aber hier kommen wir durch, das ist schon mal nicht verkehrt. Ah. Natürlich. Nun gut, dann, glaube ich, sollen wir da hoch. Dann dürfte das tatsächlich der, wo der Aufzug oder der Bereich sein, wo wir hin müssen. Ich kann ja einigermaßen gemütlich hier rüber schweben, oder? Lebensenergie wäre auch mal wieder cool. Das dürfte es sein, oder? Ja. Dann guck ich mal, ob es hier noch... Weil ich glaube, hier waren wir halt auch noch gar nicht. Ob es hier noch irgendwas mitzunehmen gilt, aber... Ich glaube, da sind wir dann nicht so erfolgreich. So, Regeneration wäre gerade cool. Es sind keine Gegner mehr da, du kannst ruhig wieder ein bisschen Leben regenerieren, dass ich wieder was sehe. Ah. Okay, damit wären wir dann im gesperrten Bereich abkommen. Ja, jetzt endlich mal. Hat lange genug gedauert. Cable Control Card, okay. Hm. Auch okay soweit, aber ich glaube, wir schauen uns erstmal hier oben rum. Ja, und ich frage mich halt echt, was mit dem... Also der Arti scheint sich ja doch relativ gut hier auszukennen. Und schien auch immer ziemlich selbstbewusster so. Er ist wohl wirklich mehr oder weniger aus freien Stücken gegangen oder unterwegs jetzt. Hi. Schauen wir doch mal gerade, was es hier gibt. Albany. Nach ihrer Ankunft brach die Truppe in das Lager ein und deckte Kiste voller nicht gelieferter Waren, die der vorherige Besitzer des Warenhauses zurückgelassen hatte. Während sie den Geräuschen nachging, ließen entlang der Südküste des Gebäudes die Wand nach innen einstürzen. Holzkisten mit beschleunigter physischer Agent im Außendienst sowie zwei Auszubildende bewusstlos. Die anderen entkamen aus dem Warenhaus, bevor es vollständig einstürzte. Im Geröll fanden sie GO 36 im Zentrum des wo er Schuttanzug und wieder abstieß. Sie hielten um den Gegenstand herum Wache, bis der Mond unterging und die gewandelte Eigenschaft aufhörte. Sie brachten den Gegenstand ohne weitere Zwischenfälle in die Behörde zurück. Todesfälle konnten vermieden werden. Beim Einsturz des Warenhauses gab es keine Augenzeugen, weshalb die Verbreitung alternativer Informationen durch die Kommunikationsabteilung nicht erforderlich war. Sehr gut.
Diese Fake News. So. Mal hier durch, dass das hier mal abgehakt ist. Hier können wir dann wahrscheinlich mal öffnen. Möb. Jetzt dürfte das Cable Car kommen. Ja, aber wahrscheinlich auch Gegner, oder? Bis das angekommen ist. So, gute Nacht da unten. Autsch. Und da kommt direkt schon wieder Nachschub. Sehr praktisch. Aber wie gesagt, mit der Knarre geht das halt echt gut gerade im Moment. Ihr sollt nicht direkt vor mir spawnen, bitte. So, ein wenig Unterstützung gönnen wir uns dann noch. Er ist von uns. Das war fast ein Doppelkill. So, gute Nacht, mein Prinz. Echt hartnäckig. Wie gesagt, da ich jetzt Unverwundbarkeit drin habe, renne ich hier einfach durch. Das spart mir eine Menge Zeit und Frust und Nerven. Sehr schön. Ah, hast du wieder den Putzwagen stehen lassen? Nö, aber Musik. Sehr gut. Ich glaube, mitzunehmen war sonst nichts mehr, oder? Das sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwelche Akten. Von daher geht's dann jetzt mal weiter. Ich glaube, das hätten wir selbst auf höchster Stufe nicht geschafft, da irgendwie dann rüber zu fliegen. Deswegen ist das Ding wahrscheinlich da. Sehr, sehr neblig hier alles. Hier ist wahrscheinlich dann auch einfach endlose Tiefen, dass man nicht einfach durchlaufen kann, denke ich. So, dann komm. Haben wir es gleich geschafft. Sehr schön. Ja,
Und dann können wir damit wahrscheinlich wieder zurück. Aber wir haben ja zum Glück die Schnellreise. Das spart dann auch wieder eine Menge Zeit. So. Das dürfte einfach der Song sein, oder? Ja. Gut, den müssen wir uns jetzt nicht nochmal anhören. Ich glaube nicht, dass der so storyrelevant ist, aus dem kann ich kein Russisch. Stimmt, wir haben mit dem Ding auch schon ewig nicht mehr geredet. Das während des kompletten DLCs nicht mehr. Moment, erst noch lesen. Holiday Memories. Auszug aus Modulierte Sprache von GO14 von Dr. Theodore Ash. Die Ergebnisse sind unglaublich, aber das Tempo, mit dem wir dadurch Entdeckungen machen, umso mehr. GO14 kopiert unsere Sprache, aber nach mehreren Tests haben wir festgestellt, dass bestimmte Wörter in seinem Vokabular fehlen. Wir haben diese Wörter isoliert und mit esoterischen Texten aus früheren Tagen der Behörde verglichen. Wir haben herausgefunden, dass diese Wörter eine Reaktion in gewandelten Materialien hervorrufen, wenn man sie in besonderen Formationen arrangiert und verschiedene Geschwindigkeiten sowie Tonfälle wiedergibt. Wir haben diese besonderen Wortsequenzen, eine Formel, wenn man so will, mit den anderen gewandelten Objekten im Untersuchungssaal getestet. Es konnten verschiedene physische Reaktionen festgestellt werden. Die Erfolgsrate lag bei 82%. Wir haben bewiesen, dass Wörter diese Gegenstände konkret beeinflussen können. Besondere Anwendungsfälle müssten erforscht werden, möglicherweise für Verwahrungs- oder Identifizierungszwecke. Das wird unsere zukünftige Herangehensweise drastisch ändern. Man bedenke nur, dass es noch mehr solche Wörter zu finden gibt. Okay, war's das? Na dann folgen wir mal. Ja, das sieht doch sehr nach Urlaub aus hier. Dumme Wikinger. Unsere schwedischen Brüder vertragen kein Dampfbad. Ach, Summerport. Hey, Mädchen. Für einen Finnen ist der Urlaub heilig, Perkele. Ach, das ist Finnisch und nicht Russisch. Also von der Tonart hätte ich echt, das ist Russisch. Naja, Fremdsprachen. Hast du mich vermisst? Hast du dir in die Socken gepieselt? Ja, so. Bellen ist nicht beißen. Hast du gut gemacht. Nimm meinen Kassettenrekorder. Das Lied ist ein Geschenk von meinen Freunden. Es bringt dich durch das Labyrinth, damit du deinen Job tun kannst. Ist das wirklich passiert? Er hat mir seinen Kassettenrekorder gegeben. Damit komme ich also durch das Labyrinth. Ein Hausmeister hat eben immer Schlüssel. Okay, das macht natürlich auch Sinn. Und netterweise können wir es auch direkt wieder zurückreisen. 5 Fähigkeitspunkte. Cool. Das heißt, wir können hier direkt mal investieren. Mehr Energie, da haben wir noch nicht genug. Das brauchen jetzt nochmal 6 Stück insgesamt. Können wir noch irgendwas aufrüsten? Da fehlen Materialien. Also halt XP und da fehlt noch Hauserinnerung. Achso.
Sehr gut. Okay, Schnellreise, Forschung und das Aschenbecher-Labyrinth, bitte. Okay, cool. Dann schauen wir doch mal nach. Ich glaube, die Türen können wir nicht großartig öffnen. Aber dann können wir jetzt hier tatsächlich mal gemütlich durch. Dich übernehmen. Für den reicht es noch nicht ganz. Und auf Wiedersehen. Alles klar. Ballern wir uns durch. Coole Session, oder coole Sektion auf jeden Fall. So, auf Wiedersehen. Und vielen Dank für ein wenig Leben. Wieder ein bisschen was aufzufrischen. Als ob mich das hier aufhalten würde. Hey, da hat jemand Schuhe vergessen. Es wird doch ein wenig abstrakt gerade. Aber ja, das hat mir auch gerne mal ins Spiel, dass man dann in irgendwelche Räume mit umgedrehter und sehr abgefahrener Gravität kommt. Oder Gravitation. Vielen Dank für den Aufzug, sehr praktisch. Hey. Da wollte ich mich doch gerade mal durchballern. Was haben wir hier? Kein Akt. So, dann darfst du ein bisschen unterstützen. Und zack. Damit sollten wir das dann erledigt haben. Oh, gut, dass wir noch Kumpels da haben. Das klingt nach umgedrehter oder rückwärts abgespielter Sprache. Aber ich glaube, das ist halt auch wirklich so gedacht, dass wir einfach mal Fähigkeiten rausholen kann und einfach draufhauen, was das angeht. Und wie gesagt, ab und zu mal sterben. Ob es noch reicht für die für den Auftrag hier. Ah, das könnte eventuell dann der zweite Kollege von Arti sein, den wir halt suchen müssen und erledigen.
Das muss dringend mal weg. Lass nur noch, ne? Relativ viel sehe ich gerade. Leben bitte. So, dann übernehme ich einfach. Bist du eigentlich auch geheilt jetzt dadurch? Würde mich ja mal interessieren. So, du hast mir jetzt ein bisschen mitgeholfen, das ist doch schon mal nett. Ah, aber ich glaube, da war jetzt nichts angegeben von wegen besondere Sachen aufgesammelt. Schade, aber gut. Wir machen dann das nächste Mal hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.